Muskeln bis zum Äußersten gespannt, drückt unser Held die Hirschkuh zu Boden. Hinter ihm liegt eine lange, erschöpfende Jagd. Manchen Sagenversionen zufolge dauerte sie ein ganzes Jahr. Denn einerseits ist das Tier der Göttin Artemis heilig, er darf es also nicht töten. Andererseits läuft es schnell wie ein Pfeil davon. Letztlich aber kann Herkules die Hirschkuh niederringen und packt ihr Geweih. Wer sich nun wundert, das Geweih gehört zu den Besonderheiten, die deutlich machen, das ist keine gewöhnliche Hirschkuh, sondern ein übernatürliches Wesen. Sie trägt ein Geweih und um das Wunder zu vervollkommnen, ist es aus Gold. Genau diesen Kopfschmuck will König Eurystheus haben. Das goldene Geweih zu erringen, ist die dritte der 12 Aufgaben, zu denen sich Herkules verpflichtet hat. Noch hat er nicht gewonnen. Mit letzter Kraft versucht sich die Hirschkuh aufzustützen, ihren Bezwinger abzuschütteln. Doch dessen Griff lockert sich nicht. Unerbittlich packt er das Geweih. Diesen spannenden Moment hat ein römischer Bildhauer wohl um 50 vor Christus in einer Bronzeskulptur festgehalten, von der wir hier einen Gipsabguss sehen. Das Original schmückte in der Antike einen Brunnen am Golf von Neapel.